Ich spiele Fortnite schon seit über 4 Jahren, habe unfassbar viele Spielstunden und habe auch wirklich viel Competitive gespielt. Aber leider habe ich trotzdem 0,0 Euro Earnings. Und jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, wird mir klar, dass das überhaupt keinen Sinn macht. Ich meine, es wäre schlauer, in irgendeinem chinesischen 24/7 Job zu arbeiten, bei dem man 1 Euro die Stunde verdient, als jeden Tag Fortnite zu spielen und trotzdem nie Geld zu gewinnen. Aber das Gute ist, ich kenne mich sehr gut im Competitive-Bereich aus. Ich habe tausende Videos dazu geschaut und sogar selbst hunderte gemacht. Das heißt, das Wissen ist nicht, dass das mich hindert, Earnings zu holen. Das Problem ist, dass ich zu schlecht bin. Viel zu schlecht, um überhaupt irgendwie Earnings zu holen. Ich schaffe es nicht, mal in irgendeinem Skin Cup einen scheiß Skin zu gewinnen, bei dem eh nur Bots mitspielen. Da ich aber weiß, dass ich im Build-Modus sowieso keine Chance auf irgendwelche Earnings habe, da es dort in einem Cash Cup nur Gegner gibt, die, nachdem sie einmal angeschossen werden, ein 5-Sterne-Hotel mit Pool, Restaurant und Golfplatz bauen und ich in letzter Zeit eh mehr Neubauen gespielt habe, kam ich auf die Idee. Wieso werde ich nicht einfach ein guter Noble-Spieler, wo es weniger Konkurrenz gibt, weniger sehr, sehr gute Spieler und auch Cups mit Geldpreisen. Das war also der Plan. Ich wollte dann den Duo Victory Cash Cup, der genau das gleiche Prinzip hat wie der Solo Victory Cash Cup, 100 Euro für einen Win kassieren. Da die Cups jedes Wochenende am Sonntag stattfinden, habe ich mir vorgenommen, in einer Woche zu einem sehr, sehr guten Zero-Build-Spieler zu werden. Das heißt, ich habe 7 Tage Zeit, um alle wichtigen Sachen zu practicen, die man braucht, um sich zu qualifizieren und einen Win zu holen. Dafür habe ich mir für jeden Tag ein Thema gegeben, was ich unbedingt sehr, sehr gut practicen muss, damit ich am Ende alles kann und es vielleicht sogar schaffe, Earnings zu holen. Und ob ich das geschafft habe, seht ihr in diesem Video. Also, an Tag 1 ging es erstmal mit Aim-Training los, denn selbstverständlich braucht man im Zero-Build-Modus perfektes Aim, um überhaupt irgendwas reißen zu können, da du ja dich nicht zubauen kannst. Also bin ich erstmal in die Aim-Map von Raider reingesprungen und habe direkt angefangen, mein Aim zu practicen. Dabei ist mir aufgefallen, dass mein Pump-Aim tatsächlich nicht so gut war und ich echt viele Flicks gemisst habe, wie ihr auch hier im Hintergrund gerade sehen könnt. Deswegen habe ich mir auch vorgenommen, das über die nächsten Tage immer noch weiter zu üben, obwohl ich eigentlich immer nur pro Tag ein Thema üben wollte. Und am Ende werdet ihr auch sehen, dass sich mein Pump-Aim auf jeden Fall verbessert hat. Aber zum Glück war meine AR-Aim eigentlich gut. Also habe ich am Montag die restliche Zeit, in der ich online war, damit verbracht, einfach nur Aim zu trainieren. Und das Ganze habe ich bestimmt für mindestens 2 Stunden gemacht. Am Tag 2 der Practice-Woche ging es dann direkt weiter mit den Fighting-Skills. Denn was nach Aim kommt, ist natürlich Fighting. Also habe ich 2v2s mit meinem Mate geübt, indem man in Zero Build gegen andere Gegner mit random Loadouts fightet. Außerdem habe ich auch 1v1s gemacht und natürlich habe ich auch The Pit Zero Build gespielt, damit ich so viel Fighting Practice wie möglich bekomme. Den dritten Tag habe ich dann mit dem Early Game verbracht, also habe ich mir eine Loot-Route gemacht, eine Dropmap gesucht, damit ich auch immer den perfekten Drop habe und habe zusammen mit meinem Mate die Loot-Route dann geübt, um mir im Cup gegen den anderen Gegnern einen Vorteil zu verschaffen am Anfang, was natürlich sehr, sehr OP sein kann. Dabei muss ich auf jeden Fall auch Props an Broly geben, der hat uns dabei geholfen und hat uns auch im Cup gecoacht, aber dazu später mehr. Wie gesagt, gewinnt man in den Finals von dem Cup 100 Euro für einen Win und dafür muss man sich natürlich erstmal qualen und dafür sind auch die Placement Points am Ende vor allem wichtig. Und was muss man dafür machen? Natürlich Endgame practicen. Aber leider gab es da ein Problem. Es gibt kaum Möglichkeiten, Zero-Build-Endgames zu practicen, da es keine Scrims gibt und nur eine Creative Map, die ein Endgame darstellt. Und die ist noch nicht mal so gut, aber die habe ich dann eigentlich die ganze Zeit gespielt. Und außerdem habe ich dazu noch normal Duo-Rank gespielt und da hatten wir auch 1-2 okaye Endgames und sogar ein Win. Den Tag 5 habe ich dann damit verbracht, einfach nur Pros zu gucken, um meine Game-Sense zu verbessern und von ihnen zu lernen. Und an Tag 6 habe ich nochmal alles wiederholt, was ich bis dahin schon gelernt hatte, um nochmal für Tag 7, wo der Cup war, alles zu festigen. Und dann kam auch endlich der letzte Tag, an dem endlich der Cup stattfinden sollte. Nun konnte mir also nichts mehr im Wege stehen, um endlich das zu zeigen, was ich die ganze Woche gelernt hatte. Der Plan war eigentlich simpel. Wir wollten mit unserem Spot das Early Game überleben, im Mid Game auf Safe campen und im Endgame unsere Stärke dann Punkte abkassieren. Dabei hat uns übrigens Broly geholfen, der wie eben schon gesagt uns zwischendurch gecoacht hat. In der ersten Runde konnten wir diesen Plan auch erfolgreich durchsetzen. Das heißt, wir haben das Early Game überlebt und dann im Mid Game gecampt, bis wir dann im Endgame für die nächste Zone rotieren mussten. Wir können da vorne, unter die Dingens Kante. Sollen wir da hin? Ja, mach. Okay. Aber hinter euch, die gerade rechts von euch. Bridge ist auch stark. Dann rechts von dir am Berg oben, da, ja, auch von Lenny, da oben. Ja, da ist er. Du musst einen Busch hin machen, oder? Geht jetzt hier. Geht links. Nee, links. Ja, so geht's auch. Hinter uns. Warte, komm. Egal. Nein, mach nicht. Jetzt. Freakle, let's go. Der andere ist weg. Nee, der andere ist weg. 100, einer B. 20 weit, Bro, 40 weit. Nicht. Stark. Geh schnell für den Loot. Direkt unter mir ist einer. Jan, komm zu Lenny. Oh. Genau. Perfekt. Den kriegt ihr. Nice, sehr schön, Jungs. Du hast alles. Komm schon. Ja, genau. Da wäre ein Bunker gewesen, aber scheiß drauf. Ihr habt Hanggleiter. Bauen wir doch mal Hanggleiter auf. Mach bauen wir doch Hanggleiter. Ja. Hanggleiter. Nice. Wir müssen einen Busch machen, ja.
Ja, perfekt, ihr seid die Besten. 30? 70? Dieses Boot kaputt. Ihr habt die beiden. Schrei nicht. Nice. Dead. Da vorne, nice. Da vorne. Ja, 3, 2, 1. Gut, Glück. 3, 2, 1. Perfekt. Sehr schön. Nice. Ihr beide. Checkt hin. Ihr beide fliegt auf dem anderen Bunker oben drauf. Da oben. Hier, warte, erstmal unten rein. Unten rein. Dann splash euch jetzt gleich. Hier geht's rein. Hier können wir rein. Splash. Sehr schön, passt. Perfekt. Okay, gut. Jetzt sprintet um 3, 2, 1, links. Du kommst jetzt voll links. Naja, kurz. Ja, hier ist einer. Das ist ein Gegner. Habt ihr. Einer bin ich. Der ist schon auf. Sehr schön. Ich splash. Sprintet durch. Ich bin dead. Nein. Du beschützt es auch nicht. Doch, ich bin dead. Keine Chance. Hier ist noch einer. Der macht hier. Bunker. Hier oben ist die, der macht hier drauf. Da unten. Die kommen! Also, das erste Game lief eigentlich ja schon mal perfekt und war ein mega guter Start ins Turnier. Und so wird dann wahrscheinlich auch die zweite Runde, oder? Ich gönn mir eine Waffe. Hab eine DMR bekommen, Digga. Rocket weg. Nebel irgendwie. Ich bin dead. Oh, scheiße. Ja, Mist. Ja, ich kann nichts machen, Bro. So. Schade. Naja, nach diesem unglücklichen Choke waren wir vorerst Platz 1086 und man qualt sich in der Top 1500. Außerdem kann man in den 2 Stunden eh nicht alle Games durchspielen. Das heißt, es ist eigentlich nichts passiert. Aber bestimmt lief das dritte Game besser, oder? Rechts ist noch ein Dings. Achtung! Oh. Ich bin dead! Weg! Ja, ich zieh durch. Ich hab einen AP, bin dead in der Luft. Ach, Digga. Was? Jo! Nach diesem mega, mega ekelhaften Tod wollten wir eigentlich schon aufgeben und nächste Woche wieder neu anfangen, da wir dachten, es wäre eh nicht mehr möglich. Aber dann ist uns wieder diese eine Sache eingefallen. Never back down, never what? Never give up! That's right! Let's go! Nicht Spaß, natürlich wollten wir nicht aufgeben, denn wir hatten natürlich immer noch eine sehr, sehr große Chance, uns zu qualifizieren. Denn wir hatten ja noch 4 Games und wir hätten eh nicht mehr in der verbleibenden Zeit ausspielen können. Also waren wir fürs nächste Game endlich wieder motiviert, ins Endgame zu kommen und viele Punkte zu holen. Und das haben wir dann auch geschafft. Gehen weiter, oder? Nee. Wenn hier jemand reinkommt, werft zum Busch. Die kommen rein. Werft zur Notenbusch. Die sind drauf. Die machen Dach kaputt. Wenn die Dach kaputt machen, ballern wir die. Ja. 150! Busch. Der pisst sich. Mach einen Busch. Mach einen Busch und rest ihn. Habt ihr den Finish schon? Nee, der ist gerade rausgelaufen, ich hab's gehört. Wir müssen ihn reintragen. Pass auf, Jan, du hast mehr Leben, trag den rein. Der ist gerade durch die Tür gegangen. Ich habe gerade eben, kurz bevor du mich hochgelassen, die Tür gehört. Hier, hast du ihn? Dann werf ihn rein. Renn ihn rein. Wieder oben reingehen. Die Sonne. In 20 Sekunden müsst ihr weiter rotieren. Ich brauche Heal von dem, wenn der kein Heal hat, sind wir gearscht. Let's go, ihr habt die beste Minute der Runde. Jetzt. Wo gehen wir lang? Jetzt. Hier lang? Komplett right. Okay. Right, ihr müsst schnell in die Sonne kommen. Lassen, sind jemand drin. Rechts. Hier schneller überall rechts. Überall Bunker. Soll ich da? Ihr könnt jetzt campen. Komplett rechts. Ganz rechts. Okay. Genau. Ihr könnt soll ich euch da eine reinballern? Ja, genau, mach. Da ist keiner drin, außer dir. Doch, da ist jemand drin, glaube ich. Da ist keiner drin. Doch nicht, okay. Dann mach nochmal die Splash. Splash. Werf einen neuen Busch ganz oben drauf, auf die, wenn ihr. Ah, ja. Ihr könnt euch ganz oben drauf stellen. Werf einen Busch. Hier, sehr schön. Und jetzt lasert einfach jeden, den ihr seht. Wir sind nicht so, genug von ihm. Ich werfe nochmal hier eine rein. Hab einen gehittet. Ja, guck auf da, ich hitte da einen die ganze Zeit. Der ist cracked. Nein, da vorne? Ja, wir sind nicht so, wir müssen jetzt in den Bunker rüber, der ist nicht mehr drin. Jetzt rechts. Hier unten im Busch, 40. Busch. 80, ich bin dead. 80. Nee, ist nicht. 150! Entschuldigung, ihr seid die besten Jungs! Goldener, ich hab ein AP! Ja, oh, scheiße. Der hat auch eine Exo. Nee, wo? Rotier. Ich hab 140! Leute, Kämpfer. Wenn jemand kommt, mach am Start! Schade! Nachdem wir uns mit dieser guten Runde wieder in die Top 1500 gequält haben, mussten wir auch unbedingt in der nächsten Runde abliefern. Doch dann wurde leider Jan komplett weggelasert, weil ein Team auf uns gecampt hat und dann ist das passiert. Oh. Rechts ist ein Busch. Du musst weg! Die pushen! Komplett weg rotieren. Du musst das jetzt alleine holen. Schaff dir. Geh auf die Reifen! Bro, ich kann nicht das Ding machen. Boah, die sind auch so scheiße! Ich bin so einfach am Busch! Oh mein Gott, du bist tot in der Luft. Ja, du bist so dead, Lenny. Nee, du bist nicht tot in der Luft.
Doch, bist du. Oh, Alter, wie ekelhaft. Nach diesem erneut dummen Tod waren wir in einem sehr, sehr komplizierten Stand. Wir hatten noch 2 Games, aber nur noch eine halbe Stunde Zeit. Aber wir hatten genug Punkte, um es in 2 Runden noch zu schaffen, uns zu callen. Da wir aber beide Games unbedingt ausspielen müssen, mussten wir im vorletzten Game das Endgame verlassen, oder eher gesagt uns töten lassen, damit wir noch in das nächste Game reinkommen. Und dieses Game sollte entscheiden, ob wir es noch schaffen werden oder nicht. Leider wurde unser Landespot von einem Pro-Team gegrieft, also mussten wir in den Busch campen und mit richtig schlechten Loot spielen. Bis auf einmal genau dieses Team uns zufällig in dem Busch gefunden hat. So wurde ich dann geholt, aber Jan konnte es noch schaffen, mich zu rebooten. Dann sind wir auch ins Endgame gekommen, aber leider mit unfassbar schlechten Loot. Wir wurden getrennt und es gab auch Storm Surge. Die erste Rotation habe ich auch noch irgendwie mit Ach und Krach überlebt, aber dann ist das passiert. Und wie ihr es euch wahrscheinlich denken könnt, haben wir es leider nicht geschafft, uns zu crawlen. Es fing eigentlich mega gut an, wir hatten auch einige gute Runden und hätten es im letzten Game auch noch schaffen können, uns zu crawlen, hätte uns nicht dieses eine Team gegrieft und unseren Landespot geholt. Aber ich kann euch sagen, das war auf keinen Fall das Ende. Sobald diese Cups wieder zurückkommen oder irgendwelche anderen No-Build-Cups, werden wir zeigen, dass wir uns eigentlich crawlen können. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, es war sehr, sehr aufwendig. Es war eins meiner aufwendigsten Videos bisher. Schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare und ciao.